Star FM Charity 2021. Der große Spendenmarathon. Da sind wir dabei. Der ist heute so. Hast du dir jetzt dein Mikrofon ausgemacht? Nee, ich habe die anderen angemacht und dann habe ich mich gerade automatisch ein wenig leiser gehört. Ah, okay. Ja, man muss sich erst ein bisschen organisieren. Wir haben ja schon wieder Besuch hier bei uns im Staff, im Studio. Ja, hier geben sich auch die Firmen die Klinke in die Hand und in dem Fall kann ich schon sagen, ihr schon wieder. Ja, wir sind wieder da, wie jedes Jahr. Guten Morgen. Guten Morgen, Danny, für dich. Du bist ja neu im Charity-Business. Ja. Die Firma Netlogix ist bei uns und ihr seid wirklich Wiederholungstäter in Sachen Spenden. Ja, ich habe ein bisschen überlegt. Also seit 2017 sind wir jedes Jahr dabei. Boah, auch nicht schlecht halt, ne? Das ist super und danke, dass ihr auch in diesem Jahr wieder mit dabei seid. Bist doch nicht alleine. Du hast noch deine Kollegin und deine Kollegin mitgebracht. Ich wusste sie gerade hin. Ja, das ist schön. Letztes Jahr war ich ja alleine da, aber dieses Jahr ist die Katharina mit dabei. Die ist bei uns fürs Recruiting und Personalmanagement zuständig. Guten Morgen. So, ja, jetzt weiß ich auch, warum ich dich nicht sehe, weil ich bin auch so klein und du hast dich hinter dem Bildschirm versteckt. Ja, schön, dass ihr da seid. Ihr verbringt ja jetzt auch noch ein bisschen Zeit mit uns und habt dann hoffentlich auch wieder viel Geld dabei fürs Hospiz. Nicht verraten, ich möchte es erst am Ende von unserem Gespräch wissen hier. Mhm. Schön, dass ihr da seid. Die Firma Netlogix unterstützt also auch unseren Spendenmarathon. Und Keck, dreh dich mal um, da draußen ist auch schon wieder einiges los Honda, im Foyer. Also genauso soll es doch sein. Einen schönen guten Morgen, Punkt 8. Morgen. We are the Nowhere Generation. The Nowhere Generation. Ich liebe diesen Spendmarathon. Danke, Julian. Sehr gerne, Frau Böller. Sehr gerne. Ich wäre jetzt auch leer. Okay. Das wäre super. Kaffee nachgefüllt. Da könnte ich mich dran gewöhnen. Ja, voll geil, ne? Der Hammer, ey. Star FM Charity 2021. Der große Spendenmarathon. So, und wir haben jetzt den Jochen, den Matthias und die Katharina von Netlogix da. Und die Burner hat schon gemeint, ihr wart jetzt, ich glaube, seit 2017 immer wieder mal da. Das heißt, die Burner weiß genau, worum es geht. Ich bin da so ein bisschen raus. Ich bin erst seit 10 Monaten hier. Also Netlogix, was macht ihr? Ich denke, es hat was mit Computern zu tun, aber was genau? Ja, grob hast du da schon mal recht. Also ich wiederhole mich da ja gerne jedes Jahr. Netlogix ist immer noch der sympathischste und geilste IT-Dienstleister in der Region. Wir sind mittlerweile knapp 100 Mitarbeiter und zu finden in der Neuwieder Straße in Nürnberg-Ziegelstein. Ja, und was machen wir? Wir sind Dienstleister für IT-Projekte und Betrieb mit dem Ziel, IT-Abteilungen in mittelständischen und großen Unternehmen zu unterstützen. Darüber hinaus kann man in unserem Trainingscenter offizielle Herstellerkurse, also zum Beispiel von Microsoft, und individuelle Trainingslösungen buchen. Außerdem entwickeln wir im Bereich Web-Solutions die Technik hinter großen Websites und Online-Shops. Und über unsere hauseigene Cloud-Plattform bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, IT-Infrastrukturen zu uns auszulagern oder Cloud-Services zu nutzen. Das ist jetzt viel, viel, also Fachsprache. Wenn man sich das jetzt mal so runterbricht, so, ihr habt viel mit Online auch zu tun, Websites und so, hast du gesagt, wie ist das jetzt während der Corona-Krise mit dem ganzen Homeoffice-Zeug? Habt ihr da gemerkt, ihr müsst da mehr in diese Richtung machen? Die Kunden wollen, dass ihr denen da was einrichtet? Ja, auf jeden Fall. Als es letztes Jahr losging mit Corona, dann im Frühjahr 2020, ging es bei uns schon auch ziemlich ab. Also wir haben viele Kunden stark unterstützt, dass die Mitarbeiter eben von zu Hause aus gut arbeiten können, irgendwie Lösungen fürs mobile Arbeiten bereitzustellen. Das auf jeden Fall, ja. Weil ich meine, also gibt's ja oft, also ich habe das von vielen Kumpels auch gehört, die gesagt haben, naja, jetzt sollen wir Homeoffice machen und ich habe irgendeinen Laptop gekriegt und keiner richtet's mehr ein. Also für sowas macht ihr dann quasi auch? Naja, also wir bestellen keine Laptops bereit, sondern wir sind eher so im Bereich des Rechenzentrums unterwegs und da muss man ja auch zentrale Lösungen bereitstellen, dass die Leute sich gut einwählen können. Aber also man kann sagen, ihr habt viel zu tun, also es läuft gut bei euch? Ja, also es läuft auf jeden Fall gut und 2020, das hat auch einen gewissen Push gegeben. Im Trainingsbereich natürlich ein bisschen weniger, logischerweise. Aber ja, also in anderen Bereichen ist es auf jeden Fall auch weiterhin bergauf gegangen. Ja. So, das heißt, ist schön. Ja, ist schön zu hören auf jeden Fall, dass es eben nicht überall schlecht läuft. Gibt's da, also es gibt, ist dann quasi so ein Grund zu feiern. Gibt's eine Weihnachtsfeier bei euch dieses Jahr oder sagt der Corona ist vielleicht ein bisschen schwierig? Ja, wir hatten es eigentlich wirklich vor, aber da hat sich die Situation jetzt mit Corona wieder gedreht. Es war verantwortungsvoll, nicht mehr zu machen. Und wir haben aber das ganze Essen und das ganze Zeug war schon da. Dann mussten wir Überzeugungsarbeit beim Caterer leisten. Wir wollten aber was Gutes machen damit. Haben wir rumtelefoniert. Und an Nikolaus gab es dann in der Obdachlosenunterkunft bei der Caritas ein Abendessen, kann man jetzt sagen, ich möchte Gelage, möchte ich sagen. da gab es Entenkeulen, Schäufele und Dinge, also die haben sich richtig gefreut und wir haben uns gefreut, dass wir dann noch was Gutes damit machen konnten. Also ihr habt quasi euer Weihnachtsfeieressen an die Obdachlosenhilfe gespendet? Ja genau, das wurde dorthin geliefert und dann gab es da abends Feierei. Wie geil ist das denn?
Also, richtig coole Geschichte. Jetzt seid ihr hier ja auch, weil ihr was Gutes tun wollt und Geld dabei habt. Wie gesagt, da sprechen wir am Ende drüber. Aber Firma Netlogix auf jeden Fall sehr karitativ unterwegs. Und ich habe euch ja auch schon des Öfteren gesehen. Also es ist ja auch eine Firma mit nicht so viel Fluktuation, sondern beständigen Mitarbeitern, was ich auch immer ganz, ganz sympathisch finde. Ja, schön, dass ihr da seid, dass ihr auch dieses Jahr wieder spendet. Und bleibt bitte noch ein bisschen da bei uns und erzählt uns dann noch ein bisschen was über eure Firma. Wir spielen aber jetzt auch ein bisschen Musik, würde ich sagen. Tja, auf jeden Fall. Auch Star FM Maximum Rock, auch am Spendenmarathon. All Time Low, Get Away Green, 10 nach 8. Es ist 7 Minuten vor halb 9. Guten Morgen. Morgen. Hört man den Lärm hier? Ich glaube schon, ja. Ja. Einiges los da draußen. Hier geht's richtig zu bei uns im Foyer, aber nicht nur im Foyer. Star FM Charity 2021, der große Spendenmarathon. Sondern auch bei uns im Studio. Firma Netlogix ist da. Guten Morgen. Guten Morgen, hi. Dann habe ich das richtig gesehen? Habt ihr gerade ein Selfie gemacht, ihr zwei Keck? Ja, da mussten wir meinem Vater schicken, weil wir haben nämlich rausgefunden, Jochen und ich, wir kommen so aus der gleichen Gegend. Jochen aus Hüttendorf, hast du gesagt? Ja, ich aus Frauenaurach. Und das ist also echt nett weit auseinander. Dazwischen ist noch Kriegenbrunn und dann an sich. Also wir sind wahrscheinlich auf die gleiche Grundschule auch gegangen. Ja, das auf jeden Fall. Ich Grund- und Teilhauptschule Frauenaurach, da waren die Hüttendorfer auch alle. Genau. Ja. Und ich habe halt mal, ja, vereinzelt mal mit seinem Vater zusammen Fußball gespielt. Beim Grüße an den legendären TSV Frauenaurach an der Stelle. Die Macht vom Klosterwald. Genau. Sehr schön. Ja, so kommt man dann wieder zusammen. Ja. Das ist, also ich mag das ja auch. Das ist ja auch diese Charity-Tag einfach, dass man einfach auch mal die Star-FM-Hörer sieht, dass man solche Geschichten austauschen kann und dass man halt auch die Firmen hat, die einfach zu uns kommen und sagen, hier, ich lege Geld auf den Tisch und ich tue für das Hospiz-Team in diesem Jahr was Gutes. Und ihr wart ja wirklich jetzt schon, seit das vierte Mal dabei, haben wir vorhin festgestellt. Na, jetzt das fünfte Mal. Schon das fünfte Mal. Und apropos Geschichten, wir wollten noch was dazu sagen, weil unsere Weihnachtsfeier ja abgesagt wurde und ausgefallen ist, hat sich unser Matthias dann gedacht, dass die Kollegen nicht leer ausgehen sollten. Und deswegen hat er diese Woche die Weihnachtsgeschenke für alle persönlich ausgefahren. Fand ich auch eine ziemlich coole Idee. Also so richtig, und ja, ihr seid viele Leute, hast du gesagt, ne? Naja, knapp 100 sind wir insgesamt, ja. Ja, also Matthias, da bist du schon unterwegs. Wie lang bist du denn da gefahren? Also ich bin auch noch nicht ganz durch, also muss heute noch dann los, jetzt gleich danach. Du fährst zu jedem Montag, heim? Ich fahre zu jedem mal vorbei, die ersten 70 habe ich schon erwischt, 800 Kilometer war ich schon unterwegs und der Rest kommt eben bis Montag dann dran. Boah. Und das ist echt cool, halt jeden Mal, da ist aber die Leute ja eineinhalb Jahre nicht mehr gesehen. Wenn man da vorbeikommt, 5 Minuten mit jedem und hält, hat man alte Polaroid-Kamera dabei, macht für jedem so voll. Und dann mache ich in der Firma so eine große Wand, da hänge ich die dann alle nebeneinander und dann kann jeder mal jedem quasi virtuell zu Weihnachten mal besucht haben, also an bist, der Wand. Also du bist eigentlich das Christkind, ja, oder? Der Weihnachtsmann. Dann. Oder der Weihnachtsmann, ja, wie auch immer. Einen Bauch dazu habe ich auf jeden Fall. Ja, das ist eine richtig coole Aktion. Also ja, da würde ich mich echt freuen, ja, gerade wenn du im Homeoffice hockst, in so lange Zeit schon und dann kommt da mal ein Kollege vorbei und bringt auch noch Geschenke. Ja, cool. Ich habe mal sieben Tage Homeoffice gemacht, mir ist die Decke auf den Kopf gefallen. Nach eineinhalb Jahren, da freust du dich halt wirklich über sowas. Also, ja, manch einer macht dann die Tür auf mit der Unterhose und... Ja, oben um Hemd. Aber da sind wir auch schon bei der nächsten Frage, die ich habe. Was macht euch eigentlich aus? Also warum tut ihr, was ihr tut? Und ihr tut es ja offenbar richtig gerne. Das hört man ja. Ja, ich glaube, wir sind ein bisschen anders drauf als so manch andere Firma. Also ihr werdet oft mal gefragt, wo sind denn eure Wachstumsziele nächstes Jahr oder wo wollt ihr hinwachsen? Das ist eine ganz schlimme Frage für mich, weil ich sage immer, das ist mir eigentlich scheißegal, ob wir wachsen oder nicht. Also klar, man braucht einen wirtschaftlichen Erfolg, das ist wichtig, aber mir ist wichtig, dass man das gut machen, was wir machen, dass wir hinter dem stehen können, was wir machen, dass man Spaß an der Arbeit hat und dann wächst man von selber, dann ist einfach die Folge und nicht das ist ja wie bei euch auch, wenn euer Chef sagt, hey, ihr braucht mehr Zuhörer, dann kommen die auch nicht von selber. Wenn ihr coole Musik spielt, wenn ihr super moderiert, dann wird es ganz von selber mehr und genau so rum, denke ich, muss das sein. Das ist eine unglaublich tolle Einstellung, denn... Julian schüttelt mit dem Kopf. Ja, das ist Julian. Aber das ist eine unglaublich tolle Einstellung, weil es geht doch irgendwie, also eigentlich geht es ja immer um höher, schneller, weiter, mehr und so. Und eigentlich hat keiner Bock drauf, oder? Also ich nicht, ich arbeite ja auch nicht wegen dem Geld. Nee, weil es einfach Spaß macht. Ja, nur ausnahmsweise heute arbeite ich wegen dem Geld, ja? Aber nur fürs Hospizium, ansonsten ist mir es wurscht. Ist wirklich so. Ja. Ich mach's einfach gern. Das ist öfters mal so und das hört man auch
bei anderen mal so. Und ich glaube, das ist auch das, was unsere Kunden so an uns schätzen. Und dass man halt authentisch ist, dass man das mag, was man macht. Und dann kommt der Rest von ganz allein. Firma Netlogix also auch dabei, wieder beim Spendenmarathon, inzwischen das 5. Mal. Und ja, ich habe hier noch so ein paar Sachen, die ich auch noch von euch wissen mag. Und ich glaube, ihr sucht auch noch Leute und so weiter. Da quatscht man dann gleich nochmal drüber hier an diesem Spendenmarathon Freitag bei Star FM. 3:30. Mama. Mama. Ja, alle Star FM-Hörer, alle fränkischen Firmen sind unsere Heroes. Die spenden nämlich fleißig fürs Hospiz-Team. Star FM Charity 2021, der große Spendenmarathon. Ist in vollem Gange, seit heute Morgen um 6 geht's hier rund und das ist schön, es fließt Geld in die Spendenkasse eben fürs Hospiz-Team Nürnberg. Die sind übrigens auch vor Ort hier bei uns, wer sich auch informieren mag direkt über die Arbeit, über die großartige Arbeit, kann das auch bei uns heute tun. Alle Infos und Spendenmöglichkeiten und so weiter gibt's sowieso auf starfm.de. Ja, und Firma Netlogix ist ja gerade bei uns hier im Studio und sag mal kurz einen Wechsel am Mikrofon, die Katharina ist jetzt da. Hallo. Katharina, was machst du denn bei der Firma Netlogix eigentlich? Ja, ich bin fürs Recruiting und alles, was rund um Personal und Personalentwicklung zu tun hat, bei uns zuständig. Und da sind wir dann auch schon beim Thema, denn ihr sucht auch Mitarbeiter. Ja. Was gibt's denn bei euch für Jobs aktuell, die frei sind? Also es gibt viele Jobs, also die findet man immer auf netlogix.de, einfach unter Karriere Stellenanzeigen. Ganz akut suchen wir gerade im Unternehmensbereich Web Solutions einen Atlassian Consultant, im Vertrieb beim Jochen zum Beispiel, einen Kollegen im Innendienst und dann suchen wir auch immer in der Technik Consultants im Netzwerk- und Security-Bereich. Also ich kann mit den Begriffen immer wenig anfangen, das ist halt aber, überhaupt nicht mein Thema. Das ist auch, glaube ich, ganz gut, weil da werden sich auch nur Leute melden, die wirklich Ahnung davon haben. Wenn die Jobbeschreibung schon so klingt, dass also ich jetzt sagen würde, klar, mach ich. Jo. Ja, aber sie wollen uns auch nicht, weil wir... Die wollen gute Leute. Ja. Spezialisten am besten. IT-Spezialisten. Ja. Genau. Im weitesten Sinne. Wir sind ja nur Spezialisten. Halt. Ja. Aber das ist gut. Ja, aber wir suchen ja nicht nur Leute, weil wir Leute wollen, sondern wir wollen halt auch Leute, die Spaß an ihrer Arbeit haben, die auf jeden Fall zu uns passen, also zur Netlogix-Mentalität passen. Und da passt du halt einfach, wenn du offen bist, wenn du locker bist und cool drauf bist. Also das würde ich behaupten, sind wir eigentlich alle. Genau. Und einen guten Humor sollte man haben. Ja, Spaß an der Arbeit. Und natürlich auch ein bisschen technische Erfahrung. Je nachdem, auf den Bereich kommt es natürlich drauf an. Aber in der Reihenfolge. Ja. Genau. Ja, also sonst wärt ihr ja auch nicht hier, weil das ist ja auch schön. Einfach man über die Jahre haben wir uns ja auch so ein bisschen kennengelernt. Merkt man ja einfach auch, dass da auch das innerhalb vom Team einfach passt. Und wir haben es vorhin bei der Firma, die vorher da war, auch schon bei der Firma Merck aus Zürnow auch schon gesagt. Das ist halt einfach auch so, wenn du eine hohe Fluktuation im Team und so weiter hast, dann hast du halt auch nicht diese Zugehörigkeit. Und irgendwie, man geht ja jeden Tag in die Arbeit und man sieht seine Kollegen jeden Tag. Man muss sich da ja auch riechen können und man muss sich auch mögen. Wir haben schon wirklich eine sehr coole Unternehmenskultur und ganz viele von den Leuten, die bei uns heute tragende Säulen sind, haben auch Ausbildung gemacht bei uns. Das ist schön, das hört man auch gerade wieder öfter. Habt ihr denn, also bildet ihr auch jetzt aus und sucht ihr Auszubildende? Ja. Also wir bilden jedes Jahr aus. Wir suchen in den drei Unternehmensbereichen bei Web Solutions zum Beispiel Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, in der Technik Systemintegratoren und beim Jochen suchen wir auch Azubis. Ja genau, und der Ausbildungsberuf heißt Kaufmann, Kauffrau im IT-Systemmanagement. Genau, für Systemmanagement. Dann sagt nochmal eure Homepage, wo man sich melden kann und gucken kann, wenn jemand kennt, der jemand kennt. Also Bewerbungen gern direkt an mich, an karriere@netlogix.de. Da bin ich dann die richtige Ansprechpartnerin und wer sich noch informieren will, einfach auf Karriere bei netlogix.de gucken. Das sind alle Stellenanzeigen. Auf jeden Fall ein toller Arbeitgeber, der Spaß macht. Dann gerne mal da reinklicken. So, und jetzt das Geschäftliche, das machen wir dann gleich. Und ich glaube, du hast auch noch einen Songwunsch, Jochen. Ihr seid ja noch ein bisschen da, macht es euch gemütlich. Und dann knüpfen wir euch gleich auch noch ein bisschen Kohle ab hier bei uns im Star FM Breakfast Club an diesem Spendenmarathon-Freitag. 7:20, guten Morgen. Es ist 9:06. Einen schönen guten Morgen. Morgen. Star FM Charity 2021. Der große Spendenmarathon.
Wir sind voll im Gange, seit heute Morgen um 6 hier bei uns im Star FM Studio geht's rund. Viele Hörer, die schon da waren, Geld gespendet haben und auch fränkische Firmen. Und wir haben noch die Firma Netlogix zu Gast hier bei uns im Studio seit einer geraumen Zeit. Das 5. Mal haben wir festgestellt, seid ihr dabei? Mhm. Ja, und Jochen und Katharina bei uns gerade am Mikrofon. Jetzt kommen wir zum Geschäftlichen. Ja, jetzt wird's interessant. So. Ja, naja, wir wären ja nicht jedes Jahr hier, wenn ihr nicht immer so sinnvolle Projekte aussucht. Und wir spenden ja jedes Jahr zur Weihnachtszeit für soziale Projekte aus der Region. Und wir sind halt einfach gerne im Radio anscheinend. Und naja, also Begleitung und Beratung für unheilbar kranke Angehörige und trauernde Menschen ist eine unheimlich wichtige, wertvolle Aufgabe, die wir auch sehr gerne durch unsere Spende unterstützen. Und naja, wir als Netlogix sind jedes Jahr gerne am Charity Day dabei. Fürs Hospizteam in Nürnberg. Und wie viel dürfen wir euch denn in diesem Jahr abknöpfen? Naja, eigentlich spenden wir immer die 5.000 Euro, aber wir haben uns jetzt gerade entschieden, dass wir 6.000 draus machen. Ehrlich? Ja. Ihr stockt auf? Ja, wir stocken auf. 6.000 Euro? Nicht schlecht. Okay, vielen Dank an die Firma Netlogix, auch an dich, Matthias, sitzt hier an der Seite und ist gerade nicht am Mikrofon. Katharina, danke und überhaupt danke ans ganze Team. Von euch, ich denke, da werden auch viele jetzt auch am Radio hocken und zuhören. Hoffentlich. Das ist immer so ein Moment, wo ich dann immer gar nicht weiß, wie man noch Danke sagen kann. Also das ist schon auch eine coole Summe und da kommt am Ende dann eine große Summe raus, alles zusammen, was reinkommt, weil jeder Euro zählt, ja, den wir dann morgen übergeben können. Und das tut natürlich gut. Vielen Dank. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wir sagen natürlich auch Danke, dass wir wieder dabei sein durften und dass ihr natürlich so eine tolle Spendenaktion wieder auf die Beine gestellt habt. Und ja, ich habe noch einen kleinen Aufruf, also folgt uns auf Social Media. Netlogix ist zu finden auf Facebook, Instagram, Twitter und so weiter und da gibt es auch immer mal wieder interessante Einblicke. Und ja, wollt noch ein paar Grüße raushauen an alle Freunde von Netlogix, an unsere Partner und Kunden, die dazu beigetragen haben, dass auch dieses Jahr wieder sehr erfolgreich für uns war. Und ich wollte betonen, dass die Spende wieder nur deswegen zustande kam, weil unser Team das ganze Jahr über richtig Gas gegeben hat. Also daher an dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Netlogix-Kollegen. Das ist angekommen und Jochen, ich glaube, wir können euch oder im Speziellen dir auch noch was Gutes tun. Du stehst hier im Foo Fighters-Shirt. Ja. Was willst du hören? Für 6.000 Euro spiele ich dir gerne einen Song. Ja, da wir uns ja schon mal vom Lemmy den Run Rudolph Run gewünscht haben, würden wir das jetzt gerne von den Foo Fighters hören. Das ist ja relativ neu auch die Nummer. Machen wir sehr gerne. Ja. Also vielen Dank an die Firma Netlogix fürs Vorbeikommen, jawohl, für die schönen Geschichten, für natürlich die 6.000 Euro ans Hospizteam in Nürnberg und den Song gibt es obendrauf. Vielen Dank. Danke. Servus, ciao und danke.